Wir haben noch Unmet Requests. Haben wir Mods Unmet Requests gegeben? Digga, Bro schickt WhatsApp-Channel-Link rein. What the hell? Okay. Kann ich da draufklicken oder ist das keine gute Idee, wenn ich da draufklicke? Lieber nicht. Okay. Mache ich nicht mehr, sorry. Also vor. Ja, grüß dich. Fortnite, ja, für Fortnite, ja. Deal, juhu, haha. Wann war das? 14.04.2024. Geben wir einfach eine zweite Chance. Der hat sich bestimmt gebessert in den 2-3 Monaten, haha. Ja, scheiß auf ihn. Erstmal zu Papa gehen. Verstehe ich nicht. Es tut mir leid, wollte einen Joke machen, war unlustig. Ich bitte um Entschuldigung, kommt nie wieder vor. Will ein Kind von dir, Hugo. Hä? Erstmal zu Papa gehen? Ach, Digga, Kevin! Ach so. Ja, okay, hier drücke ich ein Auge zu. Oh mein Gott. Ich dachte, er will zu meinem Vater oder so. Oder keine Ahnung. Ich dachte, Twitch ist ab 12, also ist nicht so schlimm, wenn ich vom Chat weiterhin ausgeschlossen bleibe. Es war aber nett, wen ich wieder am Chat teilnehmen darf. Ich kenne Leonardo und Leonardo hatte Geburtstag und ist mittlerweile 13 und deswegen kriegt er ein Endball. Der ist mittlerweile 13, das ist 3 Monate her. Ja. Papa Platte hat 3-mal so viele Viewer wie du. Oder ich glaube nicht, dass der nur 3-mal so viele hat. Ich glaube, der hat 10-mal so viel wie ich. Ich korrigiere ihn, warte. Schwere aufheben. 10-mal so viel. Tod. Hurensohn. War ich nicht, mein Account wurde gehackt. Digga, sein Account heißt Dauer. Okay, ich dachte Dauersteif. Dauerteifen. Ja, tot, Digga. Ablehnen. Weg mit dem. Heul leise, du Lolli. Sorry, ich gestehe meine Fehler ein und ich entschuldige mich bitte. Entbannen. Würde gerne wieder am Chat teilnehmen. Dachte, man darf HS. Ja, Bruder, der hat nur HS geschrieben, der eine vorhin. Nur. Also sonst nix. Er kann Emotes. Pfeife kennt er auch, aber hat ein Minus davor. Er kann Emotes. Er kann sich noch entwickeln. Er kann sich noch zum guten Chat entwickeln. Ich entbanne ihn. Er entwickelt sich doch. Ja, Bruder, bei dem ist tot. Dazu gib mal Jo Jonas in YouTube ein und guck dir Shorts an. 5 Brawler, die nicht normal sind. Als erstes haben wir Cordelius. Er ist der Gärtner im verzauberten Wald, aber wie man merkt, haben ihn die Giftpilze etwas durchdrehen lassen. Dann haben wir Lili. Auch sie ist in den verzauberten Wald gegangen und hat dort ein komisches Ereignis mit einer fleischfressenden Pflanze gehabt, die sie für immer zu dem verwandelt hat, was sie heute ist. Dann haben wir Grom. Er hat eine traumatische Vergangenheit und versteckt sich deshalb hinter einer Maske. Das hat man auch in der Da kenne ich doch jemanden. Der sitzt gerade vor euch. Animation gesehen. Es soll irgendwas mit einem Kindergarten zu tun haben. Maisie hat einfach einen Arm verloren und streckt stattdessen eben eine Prothese, die eben ihr auch als Waffe dient. Kann man hier auch ganz gut erkennen. Colette ist auch einfach besessen. Sie will auch jeden einzelnen Brawler in ihr Buch eintragen, wenn man auch mal schaut. Das Ganze sieht auch schon so ein bisschen aus wie bei einer Zwangsjacke, wie sie hier aufgebaut ist. Unterstütze mich kostenlos im Shop mit Code. Hä, aber Retalk jetzt? Ich fand das schon cool. Ich hätte mal ihn. Ich fand das no joke interessant. Also wirklich jetzt. Ich fand das interessant. Und er hat mich auch nicht angeschrien, weil die meisten so in der Art die den Content machen. Yo Leute, was geht ab heute? Schau ich, warum ich 5 Kills bekomme und fick was? So machen die Shorts. Halt deinen Maul. Haha. Hugo, du Huso. HDF. Ja, tot. Es tut mir leid, dass ich zu der Zugut TV HDM gesagt habe. Ich dachte, es wäre witzig. Tut mir leid. Ich würde mich freuen, könnte ich wieder am Chat teilnehmen. Ja, Deutschunterricht ein bisschen verpasst, glaube ich. Gut, ablehnen. Deutsch. Ich glaube einfach nur Deutsch. Zeig Titten, Baby. Tut mir leid für das Verhalten, Baby, aber ich stehe voll drauf. Sorry, Uwu. And Bunny W. Nee, Bruder. Ciao. Komm jetzt, Minecraft LL. Hä, ist ja freiwillig. Ist der Backen? Geh off. Guten Tag, ich bin neu auf Twitch und habe es eher als Witz gemeint. Natürlich verstehe ich, dass ihr mich geteilt habt. Ich lerne aus meinen Fehlern. Liebe Grüße. Geh off. Ist der Kacken. Hä, ist ja freiwillig. Weg, LL. Komm jetzt mal. Toter Chatter. Du bist geistig behindert. Alles klar. Du hast gesagt, dass du links mit Q und nicht mit K geschrieben hast. Habe dann geschrieben, dass du geistig behindert bist. In Klammern, hab eigentlich recht. War nur Spaß und sollte dich jetzt nicht persönlich angreifen. In Klammern eigentlich schon. Hoffe, werde entsperrt. Digga, was? Toter Entbannungsantrag. Ja, was habe ich gesagt, dass du links mit Q und nicht mit K geschrieben hast? Ja, warum sollte ich das sagen? Links mit Q? Was? Ja, weg mit dem. Scheiß auf den. N-I-G. Was habe ich getan? Ja, Bruder, ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Du hast einfach random auf deine Tastatur getippt und es kam immer nur ein Buchstabe und irgendwie war die Reihenfolge der Buchstaben irgendwie, ja, die halt. Es ist einfach Zufall alles, glaube ich. Ja, Mann. Ich hätte das vorhin... Alter, Jungs, ich hab über den Scheißanfall gerade, ne? Ich hab...
Wirklich jetzt. Dann geh, warte, ich guck, ob ich das getankt kriege, so. Nee, krieg ich nicht getankt. Ich bin gar nicht mehr da. Erstmal. Schau euch das kurz an. Wir machen weiter. An die YouTube-Zuschauer, ich war kurz scheiße, okay? Vielleicht hat man das gesehen. Ich weiß es nicht. Gesehen? Geil. Aneurysma W, schreibt er. Okay, fängt schon mal gut an. Please, gib mir Timeout. Sorry 69. Einfach Aneurysma W, das ist krass. Das ist crazy. Digga, das ist krank einfach nur. Ablehnen. Sehen alle mies aus, flach wie sonst was, so fake, Link, eins nehmen, zwei raus, zwei ist zu fett. 14.11.2023, was war da? Craft Attack, oder? M-Bank, Mensch, mich mal, Bank, was? Fand es in dem Moment irgendwie lustig. Oh, das klingt sehr nach Blind Dating. True. Naja, Digga, ablehnen. Naja, das check. Fuß gebrochen beim Lesen. Mach ich auch, dumm wie ich, ah, bin 8. Ja, Gott, das war ein Witz, dass ich 8 bin, weil irgendwie fand ich es lustig und es tut mir sehr leid. Wenn ich das nächste etwas schreibe, werde ich viel besser aufpassen. In Klammern, den ich mag, wieder mich wieder beim Chat beteiligen. Den ich mag, wieder mich wieder beim Chat beteiligen. Wir müssen den Chat wieder great again machen. Und dann, wir müssen alle Bandi so schreiben, sonst tot. Follow me on Twitch. Moin, keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe, es tut mir leid. Kann ich vielleicht bitte wieder im Chat teilnehmen? Macht er wenigstens Content. Ja, er kriegt ein... Moin, keine Ahnung, achso. So, das Internet zerstört dein Leben. Retalk, er hat recht. Er hat es nochmal geschrieben und er hat recht. Er hat wirklich recht. Wenn ich mein Handy nicht benutze, mir geht's wirklich besser. Wie wenn ich mein Handy wieder anmache. Verlass den Stream, Jungs. Er ist nicht mysteriös mit seiner speziellen Font. Doch, Bro, lass ihn. Er ist mysteriös. Karsch Sahne, Digga. Mac Karsch Sahne sagt euch, dass das Internet euer Leben zerstört. Ja, keine Ahnung. Was mache ich mit dem? Ablehnen einfach, I guess. Warum wurde der eigentlich gepermabannt? Digga, als ob das ein Permaband-Grund ist. Bro, 2 Wochen fertig. Und nicht mal 2 Wochen, eine. Alle Asylix auf Twitch folgen, es fehlen 5 zu 1000 Follower. Wer ist das? Die 1000 geknackt? Geil. Don't kill him yet. Don't kill him yet. Stop running him out. Bro, das Stop. Ist ein warum redet der Englisch? Sorry, dass ich klein Streamer unterstützen wollte. Imagine, ich werde deswegen gesperrt. Er dreht den Spieß um. Ich bin jetzt der Hurensohn, weil ich ihn gebannt habe. Beziehungsweise von den Mods. Er dreht den Spieß um. Aber steht in den Chatregeln. Ich habe den Spieß wieder umgedreht. Gänsehaut. Bitte Walle auf Twitch folgen. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Was macht der? Bitte hat der irgendwas. Bitte. Die ganzen Runden jetzt gewinnen werde. Doch nicht, weil ich jetzt shitten werde. Fast pro Box. So up and down. Was? Up, down. Ah, meins. Hey! Bro, warum schreibt ihr einfach Merle? Der hat in keiner Welt die Stimme von Merle. Die ganzen Runden jetzt gewinnen werde. Warte mal. Doch nicht, weil ich ihn eigentlich Pickaxe mache. Ich bin jetzt ihn shitten werde. Fast pro Box. Bruder, okay, doch, ich check, was ihr meint, doch. Go to sleep, ah. Jaina, wo bist du? Nein, Amina Billard. Amina Billard? Amina Billard? Nein, Amina Billard. Meine Muschi war aber auch ganz davor. Wie reden die? Was? Das war automatisch, ich wusste nicht, dass das auch... Oh! Ich schau die live rein! Jetzt hab ich's verpasst, warte, ich klippe. Und so ist der Clip entstanden. Gänsehaut, wir haben die Story mitbekommen. Er hat nur 2 Clips. Bro, Rezog, er hat 2 Clips und beide Clips sind krass. Muss ich zugeben. Er hat eine Endband verdient, sag ich. Sorry, mein Freund war an meinem... Egal, du kriegst eine Endband. Du kriegst VIP. Amina Biyad. Bro, Amina Biyad ist crazy. 8.4.1945? Amina Biyad. Kastanie, Digga. Billrad. Digga, das ist noch krasser gerade. Man schreibt nicht so Billard. Okay, warte, jetzt muss ich's vormachen, warte. Billard, so glaube ich, oder? So natürlich meinte ich. Scheiße. Da hab ich verkackt. Ich bin Luxemburger, ich darf das. Gaster, dank Grüße am 15. Du Kastanienmenschen, dank Grüße am 3. Du schreibst bestimmt noch Standard mit T. Na, ich hab nämlich immer mit H geschrieben. Und seitdem ich 50 Mal gehört habe, dass man nämlich, also wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Habe ich 50 Mal gehört und nach dem 50. Mal habe ich verstanden, dass man das so schreibt. Ja. Hallo Hugo oder Mods, es tut mir leid, dass ich so eine unpassende Nachricht bzw. das Datum reingeschrieben habe. Ich habe Autismus und kann nicht kontrollieren, zu wissen, wann so etwas angebracht ist.
und wann nicht. Allgemein war es unreif von mir, so ein Datum reinzuschreiben. Es tut mir aufrichtig leid. Und ich wäre glücklich, wieder im Chat teilnehmen zu dürfen. Oh, wollen wir ein Endbann? Er hat sich verschrieben und wollte eigentlich das Ja schreiben von Varo 1 oder so. Ah. Oh mein Gott, ja. Ja, doch, 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 doch. Ja. Ja, Endbann. Passiert. Kommt in meinen Stream. Okay, also ich komme jetzt in seinen Stream jetzt einfach, okay? Er hat aber keinen Stream, wo ich kommen kann. Jeder zu erkennen gibt, aber das wird wohl kaum möglich sein. Der einfach Anime laufen? Beide kann sogar noch was lernen. Technik, Tendo, danke fürs am 3. Dankeschön. Hey Leute, ich wusste es doch, die Kamera. Oder ich war Copyright Strike einfach, er hat mich geprankt. Echt? Misa, liebst du Leid immer noch so sehr, dass du für ihn sterben würdest? Daran besteht wirklich. Was? Watching Death Note YouTube-Reaktion Valorant. Ich gar keinen Zweifel. Sonst wüsste Digga, er macht die Sachen in seinem Stream nicht nacheinander, er macht sie einfach zusammen. Er macht einfach alles zusammen. Bist du nicht so gut über mich Bescheid? Aber wo ist die YouTube-Reaktion? Und ja. Boah, schön die Chips reingönnen, Alter. Schön crunchy Chips. Ich glaube dir alles, gefunden. Was du sagst. Und ja, vielleicht werde ich sterben. Das Leid Kira. Junge. Schön die Chips reingeballert. Bro, und Digga, und der Motherfucker schreibt mich an mit sie. Ich wende mich an sie, um mich für mein Fehlverhalten im Chat zu entschuldigen. Mir ist bewusst geworden, dass ich gegen die. Digga, das ist doch safe, ChatGBT. Ja, ich hab mal die trotzdem. ChatGBT. Wählt AfD. Sorry, war ironisch. Ah, ja, lol, voll lustig. Banger. Und Hugo und Mods, ich dachte, es wäre lustig, das in deinen Chat zu schreiben, aber ich weiß, dass die Politik und alles andere überhaupt nicht lustig ist. Und ich weiß auch, dass jeder seine eigene Meinung haben sollte. Ich habe verstanden, dass das sehr dumm von mir war. Tut mir ehrlich leid. Glauben wir ihm, dass er seine Fehler eingestanden hat, die er vor 3 Monaten gemacht hat? Denkst du, das war ironisch? Ich mag dich nicht so ganz, Kappa. Kappa, 2024 Users ist crazy. Ach so, das kommt sogar von ihm? Ja, Bruder, weg. Ich dachte, es wäre ein random Chattergang gewesen. Du, ich habe einen Zuschauer. Kannst du mir bitte helfen, Permaban? Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Digga, der einsame Wolf. Scheiße. Okay, erster Tipp schon mal. Stream nie wieder auf deiner PlayStation. Das ist der erste Tipp. Störung wird behoben. Ich bin in der Schule, deshalb kann ich die Cam nicht anmachen. Okay. Kannst du folgen, bitte? Was? Hallo, Leute. Geht's euch gut? Nein. Mir geht's nicht gut. Digga, Leute, no fun vibes. Den Clip immer noch in meinem Kopf. Bro, das hat mal jemand von meinen Viewern damals, hat mal in der Schule gestreamt. Also ich glaube, es war nicht seine Schule, also er durfte nicht da sein. Und dann wurde er entdeckt und Lehrer hat ihn angesprochen mit Stream. Er hat die ganze Zeit gestreamt und dann wollte er wegrennen. Er war kurz davor, durchs Tor zu gehen und dann sind andere Schüler davor gegangen und er wurde geschnappt. Er wurde geschnappt einfach. Hi, ich habe einfach gedacht, du kannst mir helfen, dann habe ich gesehen, dass man das nicht darf. Es tut mir leid, bitte entbann mich, sorry, Hugo, du machst immer einen geilen Stream, hoffentlich bleibst du gesund. Wow. Er wünscht mir Gesundheit. Wow. Wow. Sperre aufheben. Ich kann dir helfen, Spaß, du Opfer, Wichser. Warte, ist das der Clip? Du darfst auf dieses Video im Stream reagieren und die Reaktion auf YouTube hochladen. In die Sporthalle rein, Digga. Let's Hugo love. Ja, was war das eigentlich für eine Hände? Oh nein. Sagst du mir da mal deinen Namen, bitte? Ja, Christian. Christian wie? Na, Stork. Christian Stork. In welcher Jahrgangsstufe bist du? Ja, 19. Digga, Bro heißt nicht Christian Stork. In welcher Klasse? Ich bin hier nicht auf der Schule. Ja, komm mal eben bitte mit. Los geht's, komm mal mit. Ich hab einen Termin, ich muss jetzt Christian weg. Christian Stork, du kommst jetzt bitte mit. Ich hab einen Termin jetzt leider. Christian Stork, du kommst jetzt bitte mit. Es geht nicht darum, um einen Termin jetzt. Du kommst mal eben sofort mit. Ich hab meine Impfung jetzt. So, kommst mal mit. Ich hab meine Impfung jetzt. Kannst du mal eben bitte sofort mit? Ich kann nicht. Du kannst. Und zwar sofort. Nee, das ist wirklich nicht. Wenn du jetzt nicht mitkommst, zieh ich dich bis zum Schulleiter, verdammt nochmal. So, komm. Digga, jetzt rennt er, jetzt rennt er. Um deinen Schuh. Schnürsenkel geht's jetzt nicht. Komm mit. Tut mir leid. So, komm her. Von welcher Schule kommst du? Hey! Yo! Du bleibst jetzt mal hier. Es war ein Spaß. Er sagt, das war ein Spaß. Kein Spaß. Ja, was habe ich denn gemacht?
Ja, du bist weggelaufen. Ja, was habe ich davor gemacht? Komm mit. Was habe ich vorher gemacht? Komm mit. Was habe ich vorher gemacht? Ja, können Sie mir sagen, wieso? Dominik, geht ihr mal eben zum Schulleiter und holt mal mehr oder Forschungsmittel. Ich überlege immer noch, was hätte ich in der Situation gemacht? Hätte ich die Schere gehoben, wäre mitgegangen? Hätte ich genau das Gleiche probiert? Ich weiß es nicht. Ja, Snitch, ja. Downfall unserer Menschheit. Frag mich, warum er gewandt wurde. Kannst du mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, aber ich dass die Schüler den aufgehalten haben, finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist nicht mal seine Schule. Es sind ja nicht mal seine Schulkameraden, Klassenkameraden. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, obwohl, weiß es nicht. Aber das ist ja so ein random, einfach der, stell dich vor, ein random wäre in eurer Schule einfach und würde, also was würdet ihr machen? Juckt, ihn laufen lassen, hä, juckt. Ja, ihr habt eigentlich recht, ne? Aber fühlt man sich nicht als Held, wenn man den aufhaltet? Eigentlich habt ihr recht, juckt. Aber ist man nicht ein Held? Ja gut, wir machen weiter. Ich kann dir helfen, Spaß, Opfer, Opfer, Wichser. Das habe ich nicht so gemeint und das haben alle gemacht. Ja, ja. Gruppenzwang. Ja, weg mit dem. Scheiß drauf. Du scheiß verfickter Hurensohn, fisch dich. Es tut mir sehr leid, dass ich das geschrieben habe, aber ich dachte, weil alle beleidigt haben. Wait, das ist aber genau das gleiche Datum. Da glaube ich dir von vorhin. Wie hieß der von vorhin? Entband den bitte. Dann entband ich den ja auch. Bin weg, auf zu Latti. Ich muss mich für mein Verhalten entschuldigen, wäre sehr gerne wieder dabei. Boah, Digga, ich kann sowas nicht verdulden. Ich hasse Leute, die das schreiben. Wirklich, ich hasse sie. Ich hasse es. Also, dass der gepermanent wurde, ist verdient. Oder ich schwöre, es fuckt mich bis heute noch ab. Aber es war 3 Monate her. Ich drücke mir nochmal ein Auge. Ich drücke bei jedem nochmal ein Auge zu. Wichtiger, seine Geliebten sollen alle in der Hölle verrecken? In den Kessel? Achso, du musst in den Topf. Okay, das ist was anderes. Ich hätte andere Reihenfolge machen müssen. Hallo, könnt ihr mich bitte entbannen? Es tut mir sehr leid. Digga, diese Emotes sind crazy nach der Nachricht. Wichtiger, seine Geliebten sollen alle in der Hölle verrecken. Oh, bitte. Bro, nee, Bruder. Ciao. Ich werde mich in aller Bescheidenheit an Sie um mein aufrichtiges Bedauern über mein Fehlverhalten im Chat ausdrücken. Ja, Bruder, ChatGPT hat seinen Schwanz gelutscht, Alter. Ja, weg mit dem. Digga, Hugo, guck mal Mellows Stream rein, die ist so weed. Mellow, ich glaube, den Namen kenne ich. Nice Melons. Ich kenne den Namen nicht deswegen. Ich kenne den Namen, weil das schon öfter, weil öfter Leute. Ja, doch, weil öfter Leute das schon reingeschickt haben und sie mich mal geradet hat, glaube ich. Und ich dann geguckt habe, wer das war und dann habe ich das gesehen. Oh ja, ich bin sehr braun geworden. Ja. Sorry, ich dachte, weil ich schon mal Stress war mit der und sich viele drüber beschwert haben. Ich habe das reingeschrieben, weil sie extrem übertreibt. Eigentlich bin ich ein aktiver Chatter auf meinem alten Account. Ja, komm, Sperre aufheben. Yalla. Letzte Runde war auch ein... Oh, ich hab's was vorgelesen. Mega Gefühl, lange nicht mehr sowas Legendäres gesehen. Heute wieder mal ein geiler Stream. Bruder, ein Retalk, ich glaub ihm, dass er sich vertippt hat. Ich glaub ihm. Das wird gar keinen Sinn machen. Papa P is on. Ich drück nochmal ein Auge zu. Chinesisch auf 7 overreact. Hi, Mods, tut mir... Ja, hier... Hast du schon mal Phoebe gefickt? Hi Hugo, ich wollte mich sehr doll entschuldigen für die Beleidigung. Ich weiß nicht, was falsch geschrieben habe, deswegen entschuldige ich mich. Und kannst du mich bitte entbannen? Digga, krass. Oder toter Chatter. Catfish. Weiß nicht, warum ich für Catfish gebannt wurde. Macht für mich keinen Sinn, da ich das Wort auf keinen Kontext geschrieben habe. Den checke ich aber auch nicht. Irgendein Kontext. Hier entbannen, ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Also, Amila. Ich schau Amila. Twitch. Amila. Hier, Mann, Digga, wenn ihr Werbung macht, dann bitte macht auch irgendwas. Tut mir leid, ich werde nicht mehr wieder machen. Mein Freund hat gesagt, wenn ich gebannt werde, bei dir kriege ich 20 Euro. Ich habe die 20 Euro am Ende nicht bekommen. Bruder, da habe ich noch einen geilen Funfact für dich. Du kriegst nicht nur die 20 Euro nicht, sondern du bleibst auch noch gebannt. W! Win-win! Ain't no way aware für die, warum El Primo hässlich? Hässlich ist eigentlich kein schlimmes Wort. Tut mir trotzdem leid, dass ich es geschrieben habe. Werde es auch nicht mehr machen. Ja. Ein guter Chatter eigentlich und ich sehe hier gar nichts von guten Chatter. Ja, okay. Deadass. W. Ja, hier. Nimm den Adban. Nimm ihn. Ich dachte, man muss das andere Geschlecht haben. Bah. Ich möchte wieder den Check gelassen werden, da ich dran teilhaben will. Ich werde auch keine Bemerkung machen. Das Bar bezog sich auf softer Video 7 Boys Blighted mit Mike und Kevin. Also zu gestern, was war gestern? Also Fake gestern, war klar. Trick erstmal Bartwuchs. Hä? Er wurde dafür gebärmert, Mann? Nee, das auch wieder zu übertrieben, Bro. Berechtigt, die Frage war gestern, was gestern los war. Und die Leute einen Tag später in Unwissenheit lassen, ist auch nicht so cool. Das mit dem Bartwuchs kam, nachdem ich beleidigt wurde von Lukas. Also lasst mal 3x2 sein und das Ding ist akut bezahlt.
Mod-Kommentar zu deinem privaten Vorfall. Oh, okay, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, aber ich drück nochmal ein Auge zu. Wurde auf meinem alten Account ohne Grund gebannt. Junge. Ja, aber wie ist denn jetzt der andere Account? Es ist halt wirklich ein toter Chatter auch wieder, ne? Mittlerweile bannen wir so viele. Kann man irgendwo sehen, wie viele Leute gebannt sind all time? Geht das? Ja, wo? Wo sieht man das? Oder kann man sowas bei Fossabot gucken? Das würde mich vielleicht interessieren. Harte Frisur damals. Digga, die Frisur ist wirklich gottlos. Digga, also mich hat gar nichts gejuckt da. Also, aber ich dachte damals, dass das meine Prime-Frisur ist. Real Talk dachte ich damals. Aktuell gesperrt 99 plus, ja. Man sieht's nicht. Ihr seid 99 plus. Was? Mehr als 100 Leute sind gebannt? Bruder, ich verbanne ihn jetzt einfach. Keine Ahnung, was mich nicht juckt. Bin 7, ja. Das war ein Joke, weil er Kindergarten hat. Sorry, bin 14. Ich hab keine Ahnung, was er von mir will. Ich verbanne ihn einfach. Ich bin letzte Woche 7 geworden. Hallo zusammen. Um kurz den Kontext zu erklären. Hugo meint, dass er nur 10-jährige Zuschauer hat, obwohl offensichtlich auch Ältere dabei sind. Ich wollte den Joke bringen, dass ich 7 bin. Ich habe extra noch einen Rechtschreibfehler eingebaut, um das Ganze witziger zu machen. Als der Band dann kam, musste ich dann aussehen, dass ohne Kappa oder ähnliche Ergänzung nicht ersichtlich ist, dass es ein Joke sein sollte. Würde gerne einen Chat teilnehmen, kann gerne mein Alter verifizieren. Wo ist denn der Schreibfehler überhaupt? Achso, hier. Also Jungs, merkt euch eine Sache. Ein falsches Alter reinzuschreiben ist der toteste Joke von allen. Das ist wirklich null lustig. Ich entbanne dich jetzt trotzdem. Aber es ist in keiner Welt ist das lustig. Digga, wenn jemand fragt, wie alt du bist und du sagst 100. Das ist nicht lustig. Okay, Hugo, was? Wie alt bist du? 19. Ja, guck, ja, aber bei mir ist es kein Joke. Bei mir soll es kein Joke sein. Ich möchte die Wahrheit verstecken, verstehst du? Ich will nicht witzig sein damit. Ich will einfach nur, dass Leute denken, ich bin noch jung und knackig. Digga, mittlerweile hoffe ich sogar, dass ich älter werde. Ich habe immer gehofft, so jung wie möglich zu sein. Mittlerweile warte ich darauf, bis ich endlich älter werde. Soll ich sagen, warum? Dann wird man nämlich ernster genommen im Internet. Obwohl es bei mir wahrscheinlich auch da nicht passieren wird. Aber ich habe das Gefühl, dass viele mich nicht schauen, weil ich so jung bin. Also viele schauen mich auf, weil ich ein Hurensohn bin, aber viele schauen mich auf, weil ich, glaube ich, jung bin. Wo's? Und die das abfuckt. Matt ist dann Priest am 18. Weil ich check das. Ich check das, weil ich könnte das auch nicht. Ein Wichtiger kann ich mir nicht anschauen. Ja, okay, das ist aber eher ein Wichtiger, glaube ich. Aber ich schaue auch irgendwie nur Ältere. Also wenn Leute älter sind als ich. Weiß nicht. Ey, Mods, könnt ihr immer drauf achten bei den Subs, dass wenn er 101, also wenn er über 100 ist, dass sie das dann refresht? Das wäre cool. Muss ich das nicht immer machen. Dass ihr da drauf ein Auge drauf habt und das immer resettet. Okay, aber auf welches Alter stehst du? Ein Jahr weniger als ich. Perfektes Alter. Also du redest jetzt von Freundin, oder? Hab ehrlich das Gefühl, dass du reifer geworden bist. Ja, ich glaube, das wirkt so, weil ich halt komplett am Arsch bin, mental. Vielleicht. Aber also ich glaube, ticken. Aber ich glaube, ich bin einfach am Arsch. Egal, mach weiter. Bin 9. Ja, Banger ist auch ein Joke, oder? Achso, das war er. Das war er nicht. Seit wann Periode, Hugo? Hast du endlich deine Periode? Tut mir leid, wenn ich geschrieben habe, bereue es, würde mich freuen, wenn ich wieder im Chat teilnehmen dürfte. Soll das lustig sein? Checkt ihr? Mod-Kommentar. Kontext, Hugo hat gesagt, dass er momentan null Bock auf Streaming hat. Ernst, Retalk. Ja gut, das muss nicht sein. Ja, ich Auge zu. Scheiß drauf. Irgendwie habe ich dieses, Bro, Low-Joke 2024 ist das Jahr, wo ich komplett down gehe, glaube ich. Wie wenig streame ich? Wie oft sage ich, dass es mir scheiße geht? Wie oft habt ihr gesehen, dass es mir scheiße geht? Was geht, Hugo? Ich habe eine Frage, die wäre, ob wir mal zusammen streamen können. Ich weiß, ich bin nicht der größte Streamer, aber ich bin schon lange Fan von dir. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sonst sagt TikTok wieder, ich gönn nicht. Ups. Ja, Bruder, du machst halt keine Streams. Es tut mir leid, dass ich das geschrieben habe und mir jetzt erst klar geworden ist, dass die Nachricht unnötig und dumm war. Ja, Bruder, aber weißt du, deine erste Nachricht war, tut mir leid, Bruder. Ich muss ablehnen. Eine Behinderung. Bitte kann ich entbannt werden. Bitte. Ablehnen. Streamst du eigentlich Gamescom wieder? Gamescom selber nicht, aber wir haben echt einen geilen Content geplant für die Gamescom. Es steht eigentlich so gut wie fest, dass wir eine Hugo gegen Mods IRL-Olympiade machen. Wer hat der Gamescom? Anit Bob, wie geht's, Chef? Der Retalk, ich freu mich drauf. Also, ich glaube, es haben sich 5 gemeldet. Wenn alle 5 kommen, aber dann brauche ich an dem Tag kein Gamescom-Ticket, haha. Ja, ich würde es danach machen, nach der Gamescom, glaube ich. Also, ich würde es nicht um 13 Uhr machen oder so. Mal wieder Idee geklaut, super. Nenn mir einen Streamer, der das gemacht hat. IRL-Olympiade, Mods gegen Streamer. Kevin hat er nicht gemacht.
Kevin hat gegen seinen Mods gemacht, in-game. Und noch eine andere Sache. Ja, ich lass mich schon wieder triggern. Hey, ich muss aufhören damit, Mann. Digga, ich bin so ein Idiot. Aber, Digga, Kevin hat auch schon das eine oder andere von mir gejoinkt, was nicht schlimm ist. Aber die ganzen Kevin-Hopper-Chatter, die mich dann dafür beleidigen, beleidigen Kevin aber nicht, dass er von mir Sachen nimmt. Bruder, IRL-Olympiade. Ich war der Erste im deutschen Raum, der die IRL-Olympiade gemacht hat. Und dann hat er eine gemacht mit Reefed. Wen juckt es denn, von wem der Content ist? Ja, Retalk, das macht wirklich, das macht wirklich keinen. Das Ding ist, das Problem bin ich eigentlich, weil ich mich halt triggern lasse davon. Aber eigentlich ist es scheißegal, weil Hauptsache es ist einfach geiler Content. Und man klaut nicht 1:1. Aber guck mal, sowas kannst du nicht klauen. Sowas machst du einfach. Und es ist eh anders, weil es halt ein anderer Streamer ist. Aber wenn du jetzt so ein Informations-YouTuber bist, wie jetzt das Video, was wir uns jetzt angeschaut haben, und das klaust, ja, dann ist es geklaut. Aber bei uns kann man eh, das kann man nicht klauen nennen. Weil, also man klaut das Format macht man einfach auch. Man macht das Format einfach auch. Oh mein Gott, schau dir das an. Okay. Gay A-Moment, 10 Jahre alt. Sorry, meinte nicht die... Was? Meint die nicht dich damit? Hab nur Müll reingeschrieben. Was? Ablehnen. Und das war's mit den Bounce-Anträgen. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, sagt's einfach oder tschüss. Ciao. Ist eh nur Luca-Upload, juckt.